Moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die JP-Patch-Notes sind draußen und wir haben etwas sehr Spannendes erhalten. Für manche richtig ehrenlos und für manche richtig geil. Wir bekommen einen neuen Dudu-Shell. Gottes-Support. Wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, wir werden safe einen Gottes-Support bekommen. Jetzt denkt ihr euch natürlich, oh, Dudu-Shell? Wir haben doch schon Margaret. Was machen wir jetzt? Weil Margaret, Dudu-Shell kann man nicht zusammenspielen. Da habt ihr absolut recht. Deswegen, für manche, die halt Dudu-Shell mehr mögen, geil. Aber für manche, die halt eigentlich besseren Support haben wollten, zum Beispiel irgendeinen anderen Gottes, diese eine Pinkhaarige, die Denzel besiegt hat. Die wäre auch cool gewesen. Die haben wir auch noch gar nicht im Dinger als Charakter, also in Grand Cross. Wäre halt noch geiler gewesen, dann hätten wir Margaret dazu spielen können. Aber seine Passive, das ist in Ordnung. Was er genau macht, schauen wir uns später an. Erst gehen wir darauf ein, was wirklich alles ein Banner ist. Und ja, ihr seht es richtig, er ist ein Seasonal Character. Das spricht schon mal komplett gegen ihn. Einfach ein Seasonal Character. Wie können die nach einem Festival-Banner Seasonal Character rausbringen? Weil auch wenn er jetzt super krass wäre, super krass, also wirklich krass krass, er ist noch zum Seasonal. Wenn ihr jetzt nicht für ihn summt, könnt ihr vielleicht erst in 3 Monaten wieder für ihn summen. In 4 Monaten, 5 Monaten sogar vielleicht erst. Und das ist richtig bullshittig. Aber ich kann euch beruhigen, er ist nicht so krass. Aber darauf komme ich später. Pass und so, alles später. Banner, ja, darauf wollte ich eingehen. Seasonal Charaktere. Halloween Diane. Halloween Matrona. Green Gother. Halloween Easton. Redless. Ich glaube Christmasless, oder? Könnte sein, ja. Christmas Lilia, genau. Christmas, wie heißt sie nochmal? Valentine. Und dann die Beach-Varianten von Liz, Diane und Merlin. Und natürlich er hier. Ich weiß nicht, was für ein Seasonal er hat, weil durch einfach keine Ahnung, da steht nicht Beach Diane oder sowas, wie bei Beach Diane sowas oder so. Keine Ahnung. Natürlich ein 600er Banner, ist ja klar. Ja, das ist ein Free Banner noch. Da im Free Banner könnt ihr Darknet Bann bekommen. Richtig, also wirklich richtig gut. Das ist sehr gut, aber gleich. Ja, also Banner ist in Ordnung, sag ich so, in Ordnung, in Anführungsstrichen. Sie ist cool, wenn ihr Dinger nicht habt. Wie heißt sie nochmal? Von Shitiro Collab. Weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die Free. Wenn ihr sie nicht habt, dann ist sie gut. Beach Melling könnte auch wieder Meta werden, wenn Unknown krass wird wieder. Matrona, falls ihr halt wirklich noch Anfänger seid und nicht die richtigen Charaktere für Bird habt, ist sie sehr gut für Bird, definitiv. Lilia ist in Ordnung. Sie ist in Ordnung. Green Gopher, falls ihr noch nicht habt, kann man mitnehmen. Aber ich würde eigentlich nicht Sam. Und warum? Das sehen wir gleich. Free Banner schauen wir uns noch ganz kurz an. Dinger. Bekommen wir die durch Login oder durch was bekommen wir die? Ah, nee. Das ist mit dem da hier, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, so einfach ein Event, das sehen wir dann bei Global einfach dann. Das ist so ein Event, wo man diese Sachen wieder bekommt beim irgendeinem Schritt. Und dann kann man hier eine garantierte UA bekommen. Und die sind halt enthalten. Wenn ihr Bann bekommt, wäre das richtig gut, weil Bann ist richtig wichtig. Ragnarok Bann ist ein sehr guter Charakter. Und ja, ich würde sagen, ich erkläre euch jetzt einfach, was er macht. Also, seine Passive ist, dass er halt Goddess Allies, also wenn halt, eigentlich jeden Goddess Allies, also ihr braucht nicht mal alle Goddess zu sein, aber einfach jeden Goddess Ally 7% Damage gibt, also Attack Related Stats. Attack Related Stats heißt einfach, dass Pierce auch dazu gehört und sowas. Und natürlich mit Mal kann er gut werden und sowas, aber nur Mal bekommt 7. Dann bekommt zum Beispiel, wenn ihr Liz noch dabei spielt, Liz bekommt 7. Ihr könnt auch in der Back spielen, also Back Unit eigentlich. Sagen wir mal, ihr spielt in der Back und vorne 3 Dinger, Goddesses. Dann bekommt jeder von denen 7. Und es gab es anfangs nicht richtig, war nicht richtig klar, wie seine Passive wirklich funktioniert hat, weil anfangs hat man gedacht, dass pro Goddess Ally jeder Goddess Ally 7% bekommt. Also wenn er in der Back ist, bekommt jeder 21%. Das wäre krass gewesen. Aber so ist er nicht survivable gegen Margaret Dudu-Shell. Weil Margaret Dudu-Shell ist halt schon eigentlich krasser mit dem Cleanse vor allem. Das kommen wir gleich. Und für jeden Goddess Ally auf dem Field bekommt er selber 15% Dinger Damage.
Und das natürlich hört sich geil an, aber nur er bekommt das Damage und nicht andere Charaktere. Nicht andere Charaktere. Andere Charaktere bekommen nur diese 7% einmal. Wenn sie sich nicht stacken, das weiß ich halt ehrlich nicht. Aber ich glaube, die stacken sich nicht. Wenn sie sich nicht stacken, dann ist er komplett unnötig. Komplett kannst du easy skippen. Also wirklich easy skippen. Wenn sie sich stacken, dann ist er krass. Dann ist er richtig krass. Vielleicht finden wir es noch heraus. Kann ich euch dann wahrscheinlich am Montag nächste Woche besser sagen. Weil JP kommt ja morgen schon raus. Und dann kann ich euch sagen, ob es sich lohnt, weil Leute spielen auf JP schon, dann schaue ich mir ein paar Videos an und kann ich euch sagen, ob es sich lohnt für ihn zusammen. Aber so wie seine Passive jetzt aussieht, ist er nicht krass. Er hat das gleiche Relic wie Ludusche, normaler. Gleiche Dinger Grace wie Ludusche. Gleiche Ultimate auch wie Ludusche. Aber er hat noch eine Blue Card. Die Blue Card ist die Blue Card von nicht von Lytle, von Blue Liz, von Goddess Liz. Ja. Es ist wirklich die Blue Card von Goddess. Sie ist keine schlechte Blue Card. Sie ist keine schlechte Blue Card. Was ihn aber schlechter macht als Margaret, ist, dass er keinen Cleanse hat. Wenn das mit Dinger Cleanse wäre, easy, dann wäre das nicht mal ein Skip gewesen, aber ein bodenlos guter Charakter gewesen. Aber so, nee. Hat keinen Cleanse. Lohnt sich eigentlich fast kaum. Weil, vor allem, weil er auch nur Duschel ist. Wenn es ein anderer Charakter gewesen wäre, dann hätte es nicht gejuckt, weil du hättest Margaret noch spielen können mit dem Cleanse. Aber da er Ludushel ist, kannst du keinen Margaret spielen und kannst halt nicht cleansen. Das bringt halt gar nichts. Deswegen. N-n. Und dann halt hat er noch eine Pierce-Karte. Lohnt sich nicht. Sag ich euch, wie es ist. Lohnt sich nicht. Lohnt sich wirklich fast gar nicht. Natürlich, er ist in Ordnung Support, aber wir haben einen Charakter, der also jetzt, sagen wir mal, 7% Attack-Rated-Stats What? auf Malgin drauf, okay? Sagen wir mal, ich wollte mit Malgin spielen, was auch Sinn macht. Aber da wir jetzt hier diesen Kollegen hier haben, wo ist denn der Ragnarökbann? Ergibt Attack Rated Stats 10%. 10%, jeden gibt er 10%. Ergibt jeden 10% und decreases all enemies Pierce Rate and Crit Chance and Crit Damage by 15%. Bann ist einfach besser als Ludushel. Bann ist einfach besser als Ludushel. Weil er gibt 10%, er gibt 10% Attack-Related Stats und Ludushel gibt nur 7. Er gibt nur 7. So, wisst ihr, was ich meine? Er gibt hier nur 7. Und Bann gibt 10. So. Er gibt 10. Und mit seinem Holy Relic noch krasser. Increase the Hero's Damage dealt by enemies. Damage dealt to enemies by 25. So, weißt du? Also, ich sag euch ehrlich, wenn es wirklich sich nicht stackt, wenn es sich nicht stackt, wenn also wirklich bei 7% bleibt und nicht 21% pro Charakter ist, dann lohnt es sich wirklich ein easy Skip, den man jemals gesehen hat. Jemals gesehen hat, auf jeden Fall. Aber wenn es sich stacken würde, was wir noch nicht safe wissen, dann ist krass, dann ist ja krass. Aber so, wie die Pässe wirklich so gelesen wird und wirklich richtig übersetzt ist, das stackt sich nicht und komplett easy Skip. Ihr habt viel bessere Alternativen wie diesen Bann hier oder wie Dinger. Death Pierce. Sogar Death Pierce ist besser. Sogar Death Pierce ist besser. So. Deswegen. Also wenn ihr wirklich eine Back Unit braucht, levelt den Ragnarökbann. Lohnt sich viel besser. Lohnt sich viel besser. Hier. Einer der geilsten Back Units, die es jemals gab. Deswegen. Versucht gar nicht für ihn zusammen, wenn ihr wirklich diese Passive geil findet. So, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich nicht. Wirklich nicht. Wenn ihr sie mit Mal spielen wollt, spielt lieber Ragnarökmann. Auch sie stackt sich natürlich. Das wissen wir nicht. Aber Montag weiß ich es besser. Das war's.